So vorne an der Garage so ein bisschen schrauben. Ach. Ja, ja. Ich dachte, du machst Kaffee. So. Ne, ja, aber das werden wir nicht brauchen. Wir werden komplett neue Kabel ziehen. Verrostet. Deswegen gehen die Schrauben jetzt gar nicht so leicht raus. Ja, ja, hier, der geht hier an der Zähler. Ich habe einen 10 Zoll Monitor drauf. Das ist echt. Der Kleber, muss ich auch sagen, hat mich ein bisschen überzeugt jetzt. Ich hab die keine Ahnung, was ich mache. Ja? Kommt wieder die Bulle drin, jetzt ziehen wir noch hoch. Nur für euch. Der A3 kriegt natürlich nur den Felgen. Und das sind diese hier. Kommst du her? Voila. Weißt du, wie die heißen? Borbet Y. Kein A, B. Passt perfekt zu dir, hä? Ja, aber jetzt mal schauen, ob die passen. Oh oh. Oh oh. Das sieht perfekt aus. Die gleichen habe ich auch. Das sieht perfekt aus. Gibst du mir einmal die 17er und links? Mhm. Und einmal. Das sieht hübsch aussehen. Das sieht schon schön aus. Doch, wirklich. Das sieht gut aus. Sieht gut aus? Ey, auch nicht noch, zu groß, die Zoll. Noch links gelbe Bremse. Was ist das, 17er? 17er. Weißt du, 17er. Ja, passt perfekt. Weil ich, weißt du, warum ich mich für 17er entschieden habe? Weil wir 250 PS haben. Das merkst du, wenn du 18er nutzt, das merkst du. Und ich möchte, dass ich trotzdem diese Spritzigkeit noch habe. Ja. Und ja. Also, mir gefallen die wirklich. Schön. Ja, was sagst du zu deiner Verteidigung? Okay, M. 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 Oh, M. Alles erledigt. Egal, das sieht aber hammergeil aus. Mega, ja. Bin mal gespannt gleich. Ja, was du schon mal einbauen? So, Mr. Du, ich werde die Bremsen jetzt schnell einbauen. Hinten wird Silence die Bremsen einbauen. Ich werde die Reifen dann schnell machen. Und ja, so geht's weiter. Wir haben 12 Uhr. Wollt der Folierer noch haben? Weil sonst sieht er das, hat er gesagt. Das müssen wir noch ein bisschen bearbeiten. Das Ganze. Das müssen wir auch noch machen. Dann wird er auch schon foliert. Ne? Ich habe auch noch nie 12 Uhr nachts Bremsen eingebaut. Ist auch für mich das erste Mal. Also wenn ich Fehler machen sollte, tut's mir leid. Aber keine Angst, nur ich fahre mit dem Wagen. Alles gut. Wenn jetzt eine Seite hier rein, dann kannst du das eigentlich ohne Gewalt rausholen. Dann wenn du das hinten, ach sorry, wenn du das hinten gemacht hast, bin ich immer so ein bisschen zur Seite. Ja. So, dass du den Kolben ein bisschen den Druck wegnimmst. Und dann kannst du den auch so rausholen. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob die Narbe neu reingekommen ist. Bitte jetzt keinen Kompressor mehr angehen, bitte. Okay. So? Dickflüssig hoch 10. Ja, und dann einmal dran machen, bitte. Aber ey, sexy Farbe. Ja, findest du schön? Ja. Also Felgen sexy. Also ADAS 2.0. Ja. Auf. Nein, das ist schon beißend, ja? Ja, finde ich auch. Fällt auf. Ich bin mal gespannt, was du sagst zu meinem Black Beast. Bei mir wird das hier schwarz sein. Aber man merkt schon Spachtel. Spezialwerkzeug. Beste Werkzeug. Meisterbetrieb müsste man haben. Meisterbetrieb. Beste. Ja, ja, okay. Guck mal, wie du das ganz einfach machst. Die Seite hängt ein bisschen. Wenn ich dir wehtue, sag Bescheid. Warte. Aber er ist schon reingegangen. Ja, aber zu müsst den irgendwie. Ja, presst den mal da dran. Aber nicht am Blech, sondern. Mama? Vielleicht hier an den. Mach mal. Ja, jetzt hast du ihn. Jetzt hat er verloren. Bremssattel hing ein bisschen. Aber jetzt. Ah, du machst einen Tritt durch meinen Finger. Wie der lacht, der Na, ich heule im Wahrheit. Wenn manche denken, ich lache, ich heule. Aber wird dort ein Krieg, weißt du? Hältst du jetzt fest oder nicht? Halt!
Hey Schillo, was machst du da? Bruder, du sagst Dreh? Du sagst Dreh? Aber dein Flüsterkompressor, der flüstert ja ultra, man hört sich selber. Hört man kaum, ne? Bruder, das ist Tambaba. Ich sag mir die Marke, ich kauf den. Ich kauf den sofort. Das ist dein Sponsor, Bruder. Ehrlich jetzt? Guck mal, aber mach da wieder Jauschak-Modus. Links, Flüsterkompressor gebracht zu nebenbei. Schon wieder? Mhm. Aber Schillo, sag mal jetzt, wie ist das? Ja, wenn man wieder aufstellt, mach doch so einen Hebel, Bruder, dann ist jeder Bremssattel heile. Natürlich. Lass mich mit solchen Aufgaben in Ruhe, mit diesen alten Autos, Bremssattel hängt und so. Channel, sagt er. So, was war das jetzt? Lackier mal dein Dings lieber. Okay, over and over. Mr. Duit hat seine Arbeit getan. Los, wir dann hier. Wird geschnitten. Ich glaube, wenn morgen nicht mehr hier. Ich fahre nachher nach Hause. Okay. So, Silence, die Seite ist fertig. Ach, Entschuldigung. Die andere Seite gehört dir, Bruder. Bitteschön. Ja. Wo ist das Ding? Was hier? Die brauchen wir? Genau. Hier, der ist hier fest gewesen. Hat der Dirk schön rausgemacht. Ja, ja. Darum hat er hinten auch Bremssattel mal hinten festgesessen. Ne? Und das passiert immer sehr oft, wenn diese Manschetten kaputt gehen. Die Manschetten haben irgendeinen Riss oder ist nicht richtig drauf. Wasser tritt ein und das Ganze rostet irgendwann. Aber das ist auch Verwicklung. Das heißt, dieser Stift hier, der rostet. Ja, dann bleibt er starr. Mhm. Und dann können die Bremsen nicht mehr bremsen. Das machen wir dann sauber. Streifen wir einmal. Du siehst hier, voll Rostansatz. Das heißt, wenn wir den jetzt so reinmachen, wird er nach einem halben Jahr wieder festrosten. Machen jetzt Langzeitfett nur rein. Bleibt nicht am Fett hier. Ne, das Ding machen wir wieder drauf. Und dann kannst du ja auch schön kontrollieren. Ist der irgendwo undicht? Ne, der war nicht undicht. Ich schätze mal, der war nur ab. So, und das machen wir auch noch ein bisschen einfetten. So. So muss er sein hier. Perfekt. Ja, das sieht jetzt noch schrecklich aus, aber nachher, wenn es final ist, dann sieht das aus wie gekauft auf jeden Fall. Okay, dann muss ich. So, die muss ich auch noch sauber machen. Boah. Das ist schon geil. Das ist geil, ja. Das ist. Wie findest du das? Ich finde das mega. Aua, ne? Was ist das für ein Baujahr? 99? 99. Ist nicht mehr 99. Nein, jetzt 2019. Weißt du, warum schneidet der das noch da ab? Der hatte bestimmt DTM-Endtopf. Ne? Auspuff ist weg. Ich mag das nicht. Ich mag immer, wenn der Auspuff so ein bisschen rausguckt. Und der bei dem verschwindet. Oder? Ja, aber egal. Mal schauen, wie der Endergebnis wird. Das ist gleich so. Ne? Die müssen wir später anpassen. So, ja, fangen wir jetzt endlich mit dem Polieren an. Und ich mach gleich parallel die Felgen. Also ich kriege nicht mal eine Schraube rein. Also ich bin gerade, ich überlege, also ich werde safe die Felgen erstmal gleich nicht machen. Weil ich habe da keinen Bock, da einen Kratzer reinzuhauen. Hast du abgebaut? Hä? Hast du abgebaut?
Nee, die ist hier Schörpen da. Bist du selber von der Substanz abgebaut? Ja, ja, ich merke das richtig gerade. Ich habe einfach, mein Gehirn arbeitet einfach nicht mehr. Ich bin jetzt bereit. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen kleben, ne? Wollten wir immer mal gemacht haben. Heute ja. Ist das soweit. Heute ist es soweit. Ob du mich jetzt diesmal heute gebrochen kannst, ist eine andere Sache. Das weiß ich nicht. Aber ich versuche mein Bestes. Halt. Also du brauchst mir nichts erklären, weil ich eh nichts verstehen werde. Ja, wichtig ist, dass wir hier drüber sind. Hier okay. Drüber und da drüber. Okay. Ja? Gut. So. Erstmal vom Auto weg, gerade abziehen. Ja? Also wie ihr jetzt seht, es wird eine gelbe Folie. Ich komme zu dir, gib mir mal das Papier. Ah, okay. Also trennen Papier von Folien. Soll ich trennen? Trennen. Aber festhalten. Hörst du immer Musik jetzt beim Folien? Eigentlich ja. So. Halt richtig fest. Pack ja. Ruhig richtig an. Okay. Du kannst da nichts kaputt machen. Okay, ja. Okay, sehr interessant. Aha. Aha. So, Spannung halten. Ja, kannst du. Dann haben wir nicht so viele Falten in der Mitte. Und jetzt erstmal drauf. Du müsstest zu viel haben bei dir. Ist zu viel. Ja. Alles nicht schlimm. Oh, das klebt jetzt? Das klebt schon, aber nicht so fest. Feierabend. Okay, ich werde Polierer. Ich kann eure Autos polieren, kein Problem. Biete ich jetzt an. Bei Service einfach. Welche Farbe wollen Sie nochmal? Gelb machen wir. Genau, bis hierhin und vom Auto weg, dass du nicht drankommst. Okay. Das mache ich. Was ist dein teuerstes Auto, was du jemals probiert hast? Koenigsegg 1&1. Was? Was kostet so ein Auto? Ich glaube 3 Millionen. 3 Millionen? Ja. Aber nur mit Lackschutz. Ja? Naja. Das sieht so einfach aus, ne? Wenn du das da so machst. Ist das so? Ja, ja, aussehen tut alles einfach. Wenn du selber nur davor stehst, dann verzweifelst du. Für mich ist es ein Wunder, dass es die Form wirklich annimmt, weißt du? Keine Blasen, gar nichts. Ich dachte, ich werde dann machen. So läuft der Bett. Wie die Umwucht ist. Oh. Ah, sieht doch geil aus. Ja? Ach so. Ja, ja, ich weiß, ich bin müde. Mach ich gleich an. Hinter mir Sonne. Sonne. 8J ist das. Okay. Natürlich machen wir schwarze Gewichte rein. Also weil ich hasse Alufelgen, wenn einer schwarze Alufelgen macht
und dann silberne Gewichte benutzt. Boah, könnte ich kotzen. Weißt du, und wenn du das silber machst, kann ja sein, dann mach aber schwarz matt drauf, bitte. Bitte, mach schwarz matt drauf. Weil wenn ich jedes Mal allerdings Felge sehe mit silbernen Dingern, dann sage ich, oh nee, muss doch nicht sein. Ich benutze immer schwarz. So, erste Felge fertig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht später. So, jeder am Pen. Wir haben die Bremsen hinten eingebaut. Ich muss leise sein. Wir haben die Bremsen hier mit Dirk eingebaut. Vorne ist fertig. Lackiert ist er. Und so weiter. Reifen sind ja auch schon fertig für den Einbau. Wir sind jetzt gespannt, wie das aussehen wird. Wir sind ja noch am Folieren. So, das, was ich jetzt zeigen muss euch. Einmal Jam, mein Kameramann. Kameramann am Schlafen. Und Jailbreaker ist auch. Wie die am Schlafen sind, die Armen. Aber die schnarchen nicht. Aber wie? So. Wir werden jetzt die Felgen drauf machen. Und dann. Ist es so lieb? Ja. Gelbe Akzente. Immer gut. Aber leider macht er diese Baby-Bremsanlage trotzdem nicht groß. Ne? Er ist einfach viel zu klein für 1,8T. Wenn ich mir jetzt Autos anschaue mit 100 PS, ja, was für eine Bremsanlage die hinten verbaut haben, ne? Das ist ja ein Witz damals mit 140er Bremsscheiben. Da hätten die auch einen Trommel reinbauen können. Ja, die hatten das damals so einkopiert. Das ist Hammer. Von bis so und so viel PS. Ja. Wir haben schon 4 Uhr morgens. Oh mein Gott. So, ich muss aber dann gleich zur Frühschicht. Du musst doch gleich arbeiten. Ja, sicher, die nächste Schicht. Hammer. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie diese Felge hier aussieht. Bitte. Habe ich Geschmack oder habe ich Geschmack oder habe ich Geschmack? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Eins von den drei bitte. Hier brauchen wir eine Spurplatte. 5er Spurplatte. Hast du mal da? Nee, oder? Warte mal. So. Boah. Ja, wenn der Rest vom Auto gelb ist, sieht das geil aus. Ja. Auf jeden Fall. Das jetzt zu polieren. Ja. Oder? Auf jeden Fall Potenzial. Auf jeden Fall. Ja, also die 40er Reifen sieht man jetzt. Ne? Also, aber das Problem ist jetzt wiederum, wir haben leider kein Gewindeverhalten mehr. Mhm. Weil wenn der jetzt ganz unten wäre, dann wird das sich nochmal füllen und dann wird es nochmal geiler aussehen. Aber ich finde es gut, trotzdem gut. Aber warte erstmal noch, bis das gelb ist, dann ja. Hast du nochmal einen ganz anderen Effekt. Genau. Und der ist jetzt auf der Bühne gewesen, das heißt, der wird dir auch nochmal 1 cm, 2 cm runterkommen. Da, wo das Ventil ist, dann auch nochmal einen gelben Streifen machen. Mal schauen. Aber ich finde es schön. Ja. Ja. So, boah, dankeschön fürs Licht. Ja, doch, sieht gut aus. Ja, weißt du, die Stoßstange und so, das sieht ihr jetzt. Und der war ja jetzt auf der Bühne, wir müssen den jetzt ein bisschen runter machen. Ein bisschen bewegt. Ja, doch, das sieht gut aus. Aber der ist krass, wie viel Platz wir bei A3 haben. Ne? Hätte ich echt nicht gedacht. Also ich hätte da ruhig einen 45er nehmen können. Reifengröße. Nein. 40er ist schon ganz gut. Okay, Spurplatten, safe. Wir brauchen Spurplatten. Vorne 10er, hinten 20er. Vorne muss er noch raus. 10er. Okay, deswegen sieht das ja auch ein bisschen so aus. Also hinten 20er Platten brauchen wir, vorne 10er, damit das gut aussieht. Mm.
ich sagen, geben wir Gas jetzt. Ja. Wenn ich jetzt nicht wüsste, also würde ich sagen, du lackierst gerade auf einen CL500. Ja, und warum? Weil wir es können. Ja. Wir sind bei Kfz-Fuzis.